Moin und hallo. Moin. Wir begrüßen euch aus Lüst, ich muss nachschauen, Lüst-Badhafen, Arlsund. Hier gibt es auch eine Fähre, die nach Arö geht rüber, auf die kleine Insel. Und es ist wunderschön hier. Und ruhig. Und ruhig. Es ist so ein ganz typischer Marinaplatz, ne? Ja. Mit Segelschiffen, genau. Und allem, was dazugehört. Fischerbooten. Fischerbooten, gucken wir mal rüber. Da kommt die Fähre, guck. Ja. Da hinten. Ja, kleine Fähre und sie fährt ganz oft am Tag. Das und da hinten die Insel, Nora, das ist Arö. Arö. Arö, nee, A. Das ist das Arö. A. Das ist das A mit so einem Kreis oben drüber. Nicht zu verwechseln, es gibt noch eine dänische Insel in der Ostsee, Arö. Da ist das, da klebt das E an dem A. Okay, okay. Das ist Arö. Ja. Typische Morgenstimmung hier, ne? Ja, das war herrlich. Und du hast auch immer, wie in den Marinas oder häufig in den Marinas, diese Aufenthaltsräume. Genau. Du kannst Tische. Vorne reingehen, Nora, da gibt es einen Eingang. Ach so, hier vorne. Ist das Büro des Hafenmeisters auch. Bezahlt wird am Automaten, ne? Der Stellplatz genau. Wird am Automaten bezahlt. Und wer schon oft auf Römmel war, ist genau das gleiche Prinzip. Erstmal auf Deutsch drücken. Dann, wir sind kein, weiß ich, ein Helling. Ein Kran bist du auch nicht. Kran auch nicht, wir sind ein Reisemobil. Reisemobil, genau. 155 Kronen, die Übernachtung, das sind ungefähr gut 20 Euro, je nach Wechselkurs. Strom pro Tag 10 Kronen. Was hat man gesagt? 1,30 Euro ungefähr im Augenblick. Ja, das und du, geht. Hast, du kannst also auch hier mit Girocard und so weiter ja, klar. Bezahlen. Ne? Ja. Und was ja typisch ist für die Marinas, die Sanitärgebäude, die sind ja inklusiv genau. Im Preis. Duschen kostet nichts, ne? Ist im Preis inbegriffen. Wasser kostet kannst nix. Du dir so viel nehmen, wie du möchtest eben. Oder zapfen. Eben. Eine Fähr- und Entsorgungsstation gibt es ja, hier. Wir gehen jetzt rum. Waschmaschine, und Wäschetrockner, alles da. Wir sind ja in der Nachsaison. Ja, genau. So, Aufenthaltsraum. Gucken wir mal kurz rein hier. Guck mal. Schön, mit Blick aufs Wasser. Toilette, klar. Gibt's ja. Und das ist auch so eine Eigenart, ne? Die haben immer in den Marinas oder häufig so Küchen. Guck da. Mal hier. Da hast du Küchen mit drin. Ja. Kühlschrank. Hier, kochen. Kochen. Ne? Und überall der Blick aufs Wasser, rundum. Ach, guck mal, da hinten sieht man, wo wir stehen. Genau, neben dem Spielplatz. Du hast hier eine unheimlich große Stellfläche. Ja. Ja. Und wir haben uns da hinten so ein bisschen ne, zur Schaukel gestellt, damit ja. Der Betty auch mal spielen kann. Ne? Genau. Du stehst jetzt hier nicht direkt an der Küste der Ostsee. Nein. Das ist so ein bisschen wie ein Haft, ne? Es ist einmal hier jetzt auf der Seite, wo wir stehen und wo auch der Stellplatz ist, so ein bisschen boddenmäßig. Und hinten hinter der Fähre, wenn man jetzt über, da fahren wir aber nachher mal hin, da gibt es auch Strand. Sandstrände, richtig. Sandstrand, ja, genau. Hier ist ja mehr so kieselig, ne? Ja, genau. Dann und für Angler, perfekt hier auf dieser Seite, das haben wir gestern beobachtet, kam einer richtig schön mit hoher Gummihose, das Wasser geht sehr seicht rein. Ja. Also, und der hat auch was geangelt, weiß ja. Nicht, 2-3 Stunden war er weg und abends wurde hier vom Wohnmobil geputzelt. Hat er gegrillt, den Fisch. Oh, das ja. Roch gut. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal außen ja. Rum. Da habe ich nämlich gesehen, die haben ja auch so eine Stelle mit Waschbecken und so weiter, wo du den Fisch ja. Filetieren kannst, ne? Zerlegen kannst. Ja. Oh, die Sonne scheint. Ja, aber guck mal. Also wenn es regnet, könnt ihr euch hier reinsetzen und gucken. Ja. Da hinten liegt die Fähre. Nee, die fährt schon wieder los. Ach, die fährt schon wieder. Ja, na klar. Das geht aber zügig hier durch. Ne, auf die kleine Insel kommst du ja sonst nicht. Das müssen wir irgendwann mal machen. Da gibt es auch einen kleinen Campingplatz. Wir sind ja eigentlich auf diesen Platz gekommen. Wir waren an der Nordseeküste und sind geflohen. Ne? Da hatten wir über 100 Stundenkilometer ja. Orkanböen. Römer. Und sind hier ein bisschen an der Ostsee rumgewurschtelt und fanden diesen Platz besonders echt richtig schön. Blick in den Hafen, windgeschützt. Das ist immer gut. Nein, was uns ganz besonders an diesem Platz gefällt, ihr müsst nicht unbedingt immer, ne? Die meisten Stellplätze sind ja immer nebeneinander. Das heißt, ihr habt rechts einen Nachbarn, links einen Nachbarn. Hier könnt euch das wirklich aussuchen. Einmal da oben stehen, einmal hier unten in Reihe und Glied oder auch da hinten. Und dann kam, wie gesagt, das junge Pärchen, die Angler aus Holland oder Niederlanden, die Angler, genau. Und die haben sich da in die Ecke versteckt.
Also das finde ich sehr gut an diesem Platz. Die haben abends noch den Fisch gegrillt, da haben sie keinen gestört mit Qualm und sowas. Alles klar. Ja, ja. Und die Plätze sind sehr großzügig angelegt. Das heißt, nicht zu eng und auch kein Balken dazwischen oder sonst irgendwas. Das finde ich auch immer schrecklich. Man sieht das ganz genau an den Schildern, wo man sich hinstellen soll. Und man hat viel Platz. Ja, und überall Strom. Und überall Strom. Und ab und zu sogar, wir haben sogar einen Wasserhahn bei uns am Platz. Ja. Frischwasser. Oh, ich finde es herrlich. Hier gibt es einen Fisch gehuset, ne? Sehe ich da hinten. Der Blick heute Morgen, mein Bett. Mit Blick aufs Wasser. Oh, ich fand's herrlich. Herrlich. Und der Sonnenaufgang. Der Sonnenaufgang war wunderschön. Hier kannst du Fisch waschen. Große Waschbecken. Nur kaltes. Weiß ich gar nicht, ob da jetzt auch warm kommt. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist ja in erster Linie gedacht zum Fisch ausnehmen und sowas. Da steht übrigens warm und kalt Wasser. Das Symbol. Kalt. Du kannst dir ja auch Geschirr abwaschen, wenn du das willst. Naja, das riecht dann nach Fisch. Ja, kann passieren. Okay, gutes Argument. Würde ich nicht machen. Hast du recht. Das ist Bärte. Das war jetzt so. Okay, ich bin ruhig. Bevor ich das nächste Fettnäpfchen treffe. Du. Radwege gibt es, Wanderwege gibt es. Vor allem auf dieser Seite, das habe ich beobachtet. Wir sind ja zum ersten Mal hier, aber wie gesagt, das ist echt, also... Nachts total ruhig. Natürlich, den Schotter, den können wir uns in Dänemark leider nicht, der kommt immer wieder vor, ne? Schotter. Schotter, ja. Alles wird geschottert. Hier, Gas bekommst du auch. Ja, ja? Ist alles da. Genau. Und ich würde vorschlagen, wir gehen mal eine Runde. Genau. Schauen uns das mal an. Die Fähr- und Entsorge. Genau. Autocamper. Ich glaube, dass das mehr als 30 Plätze sind. Ja. Ja, da kannst du die Toilette, Chemietoilette entfernen oder Urintank. Ja, was auch immer, was du hast. Urintank, ne? Aus der Trenntoilette. Und Bodeneinlass. Bodeneinlass, Frischwasser. Genau. Alles da. Kostet nichts. Da drüben kannst du auch noch stehen. Ja, überall. Überall. Fischhaus. Na gut, wir haben jetzt schon Mitte, was haben wir denn heute? Weiß ich gar nicht. Das geht auf Ende September zu. Ja, der wird nur noch am Wochenende aufhaben. Ja. Im Hafen liegt ein versunkenes Schiff. Da gehen wir auch noch hin. Ein versunkenes Schiff? Ja. Ja, ja, klar, logisch. Da gehen wir logisch. Hin. Guck mal, hier gibt es auch Gemüse. Ach ja, das ist toll. Barzahlung in Kronen. Wenn ihr Vitamine braucht. Das ist auch so eine Geschichte, ne? Ja. Findest du ganz oft. Ja, Dänemark sowieso. Kartoffeln, Äpfel ordentlich. Was haben wir hier? Oh, frischen Mais. Maiskolben, Tomaten, kleine Tomaten, große Tomaten, Gurken und oh, super Karotten. Oh, was ist das? Karotten? Frische Karotten. Müsst ihr natürlich noch ordentlich waschen. Ja. Macht nichts. Die sehen gut aus. Äpfel. Und Zwiebeln. Herrlich. Also, und tolle Äpfel. Nee, das sind Birnen. Oh. Birnen. Und rechts sind Äpfel. Da. Ja. Äpfel. Genau. Tomaten. Gurken. Ja. Aber die Karotten. Guck mal, und die beiden haben sie gemacht, ne? Weiß ich nicht. Da. Ja. Da kommen sie her. Dörte und Christian Krog. Okay. Hilderup Boff. Ja. Krogs gönnt. Grönt. Ui. Also ich tue mich schwer mit der dänischen Sprache. Außer aussprechend. Das ist doch ganz schön. Ja.
Hier, gerne. Ach, hier, stimmt, da hinten am Strand. Da kommt noch ein Campingplatz. Da hinten am Strand ist noch ein Camping. Hier. Ja. Waschmaschine, zwei Trockner. Miele. Und da fühlt man sich ja gleich wie zu Hause. Und die sind zu. Nee. Pass auf, guck mal, Nora. Ach, da. Die sind zu. Soll ich den Code jetzt sagen? Nein. Und die sind zu. Oh, Scheibenkleister. Mein Bertel kennt den Code. Ich darf ihn nicht wissen. Ach, guck mal. Da ist ein Münzer. Ja. Ne? 10 Kronen sehe ich gerade. 10 Kronen jeweils. 30 Kronen, 40 Kronen, eine Wäsche. Ja. Da steht eine Wäsche 30-40 Kronen. Ja, genau. Da musst du gucken, wie lang der Waschgang ist. Genau. Und hier drüben 20 Minuten 10 Kronen, das ist der Trockner. Genau. Guck mal, und da ist auch eine deutsche Anleitung. Da ist eine deutsche Waschmaschine. 5 Kilo. Alles klar. Ne? Dann geht's hier weiter. Ja. Ach ja, hier haben wir ja auch WCs auf dieser Seite, auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten. WC. Und so sieht das aus. Da nach hast dem du Duschen. Eine genau. Dusche drin. Dusche. Waschbecken, Spiegel. Ist da eine Steckdose zum Rasieren? Da unten ist eine Steckdose. Kann sich auch rasieren. Genau. Wer das vielleicht noch nicht kennt. Wir haben uns hier immer gewundert mit diesen Schaltern, ne? Drei Punkte. Da passt auch der ganz normale von uns rein. Genau. Mit den zwei. Ja. Wir haben am Anfang gedacht, als wir nach Dänemark gefahren sind, das geht nicht. Guck mal, ja. Hier hast du sogar so einen Föhn. Ja. Also es sind hier ganz schön viel Duschen und WCs, das muss ich sagen. Ja, ist eine große Marina, Nora. Ja, genau. Herrlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Ja, und auf der anderen Seite das gleiche. Aber ist das nicht ein Bomben? Weißt du, wozu ich jetzt Lust hätte? Jetzt hätte ich Lust, zu dem versunkenen Schiff zu gehen. Machen wir. Ja, los. Mokwi. Los. Komm. Das müssen wir euch zeigen. Ein Fischer hat es nicht mehr geschafft. Ja. Nicht mal rausgeschafft. Der ist gleich im Nein, Hafen. Ich denke, dem ist was passiert. Die haben ihn reingeschleppt. Nur, ich glaube, das ist ein Holzschiff, das einfach abgesoffen ist. Okay, abgesoffen. Da liegt's. Da liegt's. Da rechts, wir gehen mal hier auf den Steg. Ja, wo die kleinen Bötchen sind. Ja. Weißt du, so schön aufgerollt hier. Ich wollte gerade sagen, weißt du, was mir auffällt? Sehr gepflegt, die kleinen Bötchen hier. Ja. Sehr gepflegt. Total. Da liegt's. Oh. Der muss da schon länger liegen, denke ich mal. Ne? Schon so ein bisschen grün angesetzt. Der wird da schon länger liegen. Ja. Die haben auch das Wichtigste schon abgebaut, da was noch was bringt. Genau. Das liegt schon länger da. Ja. Der ist undicht. Kleines Leuchtfeuer. Pass auf hier mit, ne? Möwenkacke. Möwen. Fähre ist gerade drüben. Weißt du, was wir jetzt machen? Ich habe hier nirgendwo eine Karte gesehen. Ich habe eine Karte, eine Dänemark-Karte mit. Und da zeigen wir euch mal ganz genau, wo wir hier sind. Ja, aber guck mal, da die Slip-Anlage, das ist noch so richtig herzhaft altes Teil da. Oh, das ist die Fischfabrik da. Das ist die Fischfabrik. Klingt ja doll, ne? Fischfabrik. Klingt ja so groß. Ach, und das findest du hier auch immer? Ja. Diese kleinen Häuschen mit den bunten Türen. Ja. Da haben die, ja, wie das, bei uns sind es Kleingärten. Hier haben die so Häuschen, da sitzen die drin, machen ihre Netze und das ist wie bei uns Kleingartenkolonie. Genau. Das ist jetzt nicht Berufsfischer sind das Nein. nicht, das ist Hobby. Ja. Ja. Also ich finde den Platz total interessant. Gehört für mich jetzt mit zu einem unglaublich wunderschönen Stellplatz in Dänemark. Ha! Ist es ja auch. Ja. Weißt du, dass diese Ecke hier sich ganz besonders auszeichnet durch das Hügge? Ja. Den ruhigen und beschaulichen Lebensstil der Dänen?
Unbedingt. Habe ich gelesen. Hast dich schlau gemacht? Ja, war wahrscheinlich der Urlaubsprospekt. Genau. So, und jetzt gehen wir in den Bus und ich zeig's auf der Karte und dann fahren wir noch. Nee, ich möchte noch zur Fähre. Ich muss da einmal intervenieren. Okay. Gut, können hier gehen. Haben wir ja alle schon erkundschaftet gestern. Oh. Und wir haben so ein Glück mit dem Wetter. So ein Glück, dass jetzt die Sonne scheint. Da hinten kommt es schon wieder, da zieht sich schon wieder zu. Naja, die Jahreszeit, ne? Normal. Ja. Es geht Richtung Herbst, Nora. Ja. Ich habe die Fähre gehört. Ich finde es total schön. Das ist nicht die Fähre, hier quietscht irgendwas anderes. Sieht das nicht krass aus mit dem Schiff? Ja, hier siehst du es nochmal richtig gut. Ja. Oh, also ich könnte hier stundenlang rumlaufen. Stundenlang. Ja, so groß ist es ja nun hier auch nicht. Nein. Naja, aber du kannst ja da auf der Seite Bodden, Landschaft und mit Hund. Viele Hunde haben wir hier gesehen. Ja. Wunderbar laufen. Guck mal, einen Hafengrill haben sie hier auch. Ich wollte gucken, ob hier irgendwo Öffnungszeiten stehen. Inning 7s. Ja. Also im Moment Freitag, Samstag, Sonntag geöffnet. Ja. Von 12 bis 20 Uhr. Nachsaison. Aber immerhin. Eis. Alles Mögliche, mehr komm, kann ich. Komm, lass gucken, die Fähre kommt noch. Alles klar. Ah, der kann das. Oder vielleicht auch eine Sieg, nein, ist ein R. Das wäre sonst seine letzte Fahrt, ne? Und da steht's, Arö. Ja. Arö. Ich übe. Also ich glaube, bei der kurzen Überfahrt, ich glaube nicht, dass es da einen Hotdog an Bord gibt. Das lohnt sich nicht, glaube ich. Ja, du isst immer gern die Bockwürste, ne? Oh. Fähre, Glück statt Beschaffen, ich weiß. Die fährt ja hier gerade mal, was weiß ich, drei, ja, vier Minuten. Zack. Schön, du. Ja. Ich suche nämlich noch Sandstrand. Ja. Der soll Sandstrand geben, den muss ich noch finden. Hier kannst du Diesel tanken. Guck mal, genau. Hier kannst du Diesel kriegen. Ist Schiffsdiesel eigentlich günstiger? 14,82. Nee. Nee, ich habe gestern 13. Wieso ist denn das teurer? Ja, das weiß ich auch nicht. Oder der Preis. Nee, also der ist höher. 14,82. Ja. Nee, du kannst ja normal hier mit Karte. Ja. Stinkt wie Diesel, ist wohl Diesel. Offroad-Diesel. Offroad-Diesel, geil. Guck mal, Offroad-Diesel. Ist ja cool. Da, fährt sie. Ja. Oh. Und das ist ja schön. Oh, überall Bänke. Mensch, hier kann man ja mal, also ich kann man ja mal Päuschen machen. Ich find's toll. Ich find's schön. Ach ja, und da drüben, das ist Fühnen, wenn ich jetzt mich nicht irre. Wo schaust du hin? Da drüben? Da drüben, das ist Fühnen. Ah, okay. Da ist er am Wegweiser, guck. Ach so, was steht denn da?
Aare. Fall nicht ins Wasser? Nee. Ich kann's nicht lesen. Hellness 4, 12 Kilometer. Eine dolle Stimmung heute Morgen hier. Oh. Muss ich echt sagen. Das wir kamen gestern so bei einem blöden Wetter an. Es war alles düster. Nieselregen. Und heute das. Ja. Das Wetter ist doch extra für euch. Voila. Danke, Nora. Hier muss ich unbedingt tanken. Offroad-Diesel. Nora, jetzt habe ich aber immer noch keinen Sandstrand. Ich muss mir das Schiff noch mal anschauen, Nora. Ja. Das ist schon krass, ne? Jangaborg. Weiß nicht, was das heißt. Junger Bock? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Guck, der Motor läuft noch. Nee. Und da liegt die Magda. Drei schon. Meinst du, die anderen beiden liegen hier auch im Hafen unten drunter? Oi, oi, oi. Ja. Wenn der Trawler hier Geschichten erzählen könnte, du, meine Herren. Wie viele Stürme hat der überlebt, um dann im Hafen zu sinken? Ich muss jetzt erstmal suchen. Wo sind wir denn? Nee, wir sind nicht im Norden. Wir sind eher im Süden. Nein, da sind wir auch nicht. Wir sind da. Ich hab's schon. Nein, ich habe Mist erzählt. Das ist Odense. Das ist Fünen. Doch, ich hab's richtig erzählt. Wir sind hier. Da ist Aarö. Das ist die Insel Aarö. Wir sind hier Aarösund. Genau. Hier ist Kolding, hier ist Römm, einmal quer rüber. Könnt ihr auch einen Tagesausflug machen übrigens mal. Ja. Wenn ihr auf Römm eine Stunde und 20 Minuten ungefähr bis hier rüber. Wirklich schön. Wirklich schön. Und die Fähre fährt da immer nur. Dieses kleine Ding, ne? Gibt noch viel zu entdecken. Das war hier unser Blick heute. Mhm. Letzte Nacht. Nora konnte aus dem Bett raus aufs Wasser gucken. Mhm. Dein Fazit zu dem Platz, Nora? Mein Fazit? Ich möchte hier wieder mal nicht weg. Ich find's toll. Ich find's richtig toll. Ab an den Strand. Stimmt, da war noch was. Der Strand. Kleiner Sandstrand mit Badesteg. Oh, ja, immerhin. Du, der Strand zieht sich hier aber komplett rum, ne? Ja. Wenn du hier mal guckst. Ja. Und da drüben hast du die Fähre wieder. Ja. Oh, shit. Camping natürlich verboten. Oder Campen verboten. Ja, klar, logisch. Hier auf dem Parkplatz, aber Mülleimer da, Badesteg da und den Blick auf die Fähre. Und Wasser. Da fährt sie wieder, meine geliebte Fähre. So, ihr Lieben, das war's für heute. Aus Aarösund, nein, nochmal. Aarösund an der Fähre. Also uns hat es hier mächtig Spaß gemacht. Hier gibt es so viele Ecken und Nischen, ja, die es noch zu erkunden gibt.
Der Weg hier am Wasser, der führt noch viel weiter. Da kann man noch weiterfahren und da gibt es überall kleine Badeplätze, Badebuchten mit Sandstrand. Ich habe mich jetzt überzeugen lassen von Nora. Doch, es gibt hier auch Sandstrände. Genau. Habt eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns. Bis die Tage. Bis die Tage. Tschüss. Tschüssikowski. Tschüss. Tschüss. Oh, und wir genießen noch ein bisschen hier den Strand, oder? Ja. Möchtest du baden gehen? Ich habe gar keine Badehose. Nee, ich wollte da noch ein bisschen reinfahren, da hinten, Nora. Ja, dann fahren wir da noch in die Büsche rein. In die Büsche. Oh. Na dann. Die Fähre macht einen total knuffigen, kurzen Eindruck, ne? Die ist so kurz. So kurz. Kurz, kurz, kurz. Und das Wasser ist so klar. So klar, so klar, so klar. Guck mal, guck mal hier. Ist das nicht schön? Guck mal. Ich sehe klares Wasser. Und keine Qualle. Keine Quallen? Nee. Oh, nein, 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 nein. Oh Mann, ich habe keinen Badeanzug mit. Sollte ich eigentlich immer dabei haben, ne? Ja, ist besser. Weil das Wasser wird bestimmt noch warm sein. In der Nordsee haben sie noch super gebadet. Deine Tür ist nicht zu. Sagt mir hier Mercedes, sagt mir das gerade. Okay. Deine Tür ist nicht zu. Jetzt. So. Ui. Fährte, fährt. Ich habe mich da nicht reingetraut, weil ich dachte, der eine Busch. Doch, ich will mal wissen. Emma ist ja nun doch etwas größer. Was haben wir denn hinten offen? Was ist denn offen? Gar nichts. Das hat aber geklappt. Vielleicht der Klodeckel. Aha. Keine Ahnung. Klodeckel, das warst du. Das war ich bestimmt, ja. Ich habe das Spülbeckenglas oben gehabt. Und jetzt bist du dran mit Klodeckel. Alles klar. So. Auf ein neues. Alles zu. Ich weiß nicht, was es war, Nora. Es kann auch im Kühlschrank immer sein. Der Kühlschrank muss wieder aufgefüllt werden. Der ist so groß. Ungewohnt. Total ungewohnt, der große Kühlschrank. Ui. So, guck mal, jetzt wollte ich, da wollte ich reinfahren. Ja, dann fahren wir. Bin ich gespannt. Pfütze. Ja, der Bunker. Gucken, da hinten geht es nämlich noch weiter mit Strand. Uiuiui. Geht doch. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe diesen Busch hier gesehen und dachte, das geht nicht. Da kommen wir nicht vorbei. Von Weitem sieht das ja enger aus, ne? Ja, ah ja. So. Und das meinte ich, ne? Genau das meinte ich. Ja. Hier kannst du nämlich ganz normal reinfahren. Ne? Ui. Vorsicht. Ja. Zaun. Coole. Und ein Bild muss ich hier machen. Das ist doch jetzt mal so ein richtiger Picknickplatz nach meinem Geschmack. Nora ist schon am Instagram-Bilder machen. Ja, das ist gut. Warte mal, warte mal. Es ist gut. So.